Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Pustl. Former Child Star Zach Ward? What a rotten name. Looks like he's loaded in cash though, so maybe I should give this Winter Wonderland compound a visit. Ah ja, das ist der Darsteller, der halt den Dude im Postelfilm gespielt hat. Cool. Okay, ihr seid es freundlich. Lauter freundliche Zombies ist ja auch nicht verkehrt. Cool, cool, cool. Dann, allerdings warten, wenn wir schon mal hier sind, könnte ich ja mal direkt nach dem Teil Ausschau halten. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oder? Nichts Interessantes, wie mir scheint. Komme ich der Sache näher? Kann man nicht so sagen. Ah. Hund, Crackpfeife. Ich muss wahrscheinlich zum Hund rein. Gut, also drüber springen ist nicht. Sieht dann erstmal schon mal nicht so erfolgreich aus. Na gut, gucke ich mich mal hier um. Wird schon irgendwas bringen, denke ich. Ja, was hier alles weggeschmissen wurde. Mhm. Okay, auch nicht schlecht. Bestimmt nicht großartig schädlich. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es auch eher hier der richtige Weg. Jetzt habe ich gefragt, ob das Champ da drin war. Next. So, gut. Dann haben wir das erledigt. Schön. Hm, ja, cool. Scheint wohl auch keiner mehr zu mögen. Ja, und hier kommen wir dann zurück. Gut. So, dann mal auf. Habt ihr eigentlich Geld? Hi there. Wanna chip in to support this conveniently indeterminate cause? Wohl nicht. Frech. Wir hätten ja auch mal was dazu geben können. So wie es aussieht. So, scheint es noch ein bisschen rumzuruckeln, habe ich den Eindruck. Hm, ja, noch mal reingucken. Say, it looks like former child star Zach Ward has opened his Winter Wonderland compound to the public. Maybe you should stop by and see if he's willing to part with those child star royalties. Jo, was? 3000 brauchen wir. Oh Gott, das wird ja ewig hinziehen. Ja, dann haben wir das auch mal gefunden.
Ja, Katzen brauchen wir jetzt erstmal keine. Roboterfabrik. Wir müssen ja erstmal nach rechts Richtung Winter Wonderland. Können dann vielleicht immer Syl noch das nächste Ding mitnehmen. Das liegt ja auf dem Weg. Na, hier schon wieder. Na dann. Hi there. Want to chip in to support this conveniently indeterminate cause? No way, you freaking pizzo. You gotta be fucking kidding. Hey you, how about offering to help some poor unspecified group of today's society? Sorry, yo. Shit. Yeah. Hi there. Want to chip in to support this conveniently indeterminate cause? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Ja, also das ist keine Option. Das wird ja ewig dauern. Na gut, dann werden wir uns, glaube ich, noch ein paar neue Feinde machen, wie es aussieht. Besser. Kann man die Leute natürlich ansprechen, aber ja. Wenn ihr dann auch jeweils, also erstmal macht ja noch nicht mal jeder was rein und wenn ihr irgendwie nur ein oder zwei geben, dann. Hey you, how about offering to help some poor unspecified group of today's society? Okay, I can do that. What the hell? That's barely anything at all. How could I possibly collect that much money? Ja. Aber ja, das wird sich, glaube ich, doch zu sehr ziehen. Hi there. Want to chip in to support this conveniently indeterminate cause? I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Would you like to make a generous donation to this dubious charity? I'm sorry. Shit. Ja. Auf jeden Fall. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Oh, wir haben sogar... Wir sind sogar schon auf dem Weg zum... zur Irrenanstalt. Aber ich schätze mal, das sind einige Irre. Vielleicht sind die ja bereit, Geld zu lassen. I guess the next air conditioning part is inside one of these three buildings. Looks like I need to get searching. Yep. Wart mal. Okay, ihr seid wenig angefressen, dass ich hier bin. Das ist in Ordnung. Ah, die Kugel spitzt natürlich auch. Gut, zum Glück halten jetzt nicht so viel aus. Today's the first day of the end of your lives. Alles klar. Hast du sogar noch getroffen? I gotta find more of that good stuff. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen übertrieben. Unsere Nahkampfwaffen. Auswahl. Nope, the AC part isn't here. Must be in one of these other two buildings. Okay. Um zu wissen. Ja, aber diesen sehe ich jetzt gar nicht mehr. So schwer zu besiegen, das ist doch ganz angenehm. Die fallen wenigstens nach ein, zwei Schüssen. Have a nice day. Was war das? Ich hätte nichts sagen sollen. Hey, meine Katze. Gut, immerhin wurde gespeichert. Alles klar, dann darauf achten, dass die hier draußen wieder
Sachen schmeißen? Ja. Hätte ich mal Zeit zum Reagieren gehabt. I feel better already. Ja, also gut, mit Explosiven wird es halt ein bisschen übel. Alles klar. You probably think I'm not a nice person. But das kannst du knicken. So, Nummer 2. I gotta find more of that good stuff. I know what you're thinking, but the funny thing is, I don't even like video games. Ja, ja. So, dann hätten wir dich ja noch platt. Also so ein, ja, Stuhl, den man sich halt nach hinten schieben kann. Ja, das sind eigentlich die, die da draußen Stress machen. Die drinnen, die sind sogar jetzt nicht so stark bewaffnet, zumindest bisher. Aufhören. Schlafen wird nicht. Damn, the AC part isn't here either. Well, third time's a charm. Ja. Ich denke, das ist auch so programmiert, dass es halt im letzten Gebäude ist. So, hast du ihn gerade weggetreten? Fies. Ach du Heiden. Na, der Übler hier drin. Na gut, wahrscheinlich werden die auch gegenseitig ein bisschen ausschalten. Ich habe aber glaube ich auch nichts mehr an Dings da, ne? Yeah, one in each hand. Ah, okay, das ist für Dings. Ja. Zumindest temporär. Ist das mal. This can't be good for me, but I feel great. Dich haben wir. Ja, gut. So, gucken wir, wann der kalte zukommt. Hat das einen Sinn, dass man hier rein kann? Wohl nicht. Gut, vielleicht speichern wir sicherheitshalber. Hier ist gerade erstaunlich wenig los, muss ich sagen. Da haben wir die Schere mittlerweile. Ah, doch, nicht voll. Ah, das sind, okay, Kamine. Nee, das ist wohl doch nicht so geskriptet, wie ich dachte. Revolver. Jetzt. Macht man nicht. Ja, da ist erstmal zu. Das ist Deo. Jupp. Natürlich heißt es Stinks. Stinks. Ja, dann werden die auf ihn zukommen. Direkt Nachschub. Cool. Ich könnte jetzt hier auch mal die Dings auswählen. Die
die Scheren. Natürlich. Ja, falls wir wieder was ich brauchen. Ah, there it is. Und tschüss, John. Hui. Alles klar. So, da haben wir ihn doch. Guess they were right. It's always in the last place you look. Ja, genau. Klassiker. So, na gut, den haben wir schon. Dann wird wahrscheinlich draußen noch einiges auf uns warten. Fürchte ich mal. Hey, nicht ausweichen. My president is Chuck Heston. Here's your rebate, you damn dirty apes. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier raus, ne? Jupp. So, ja, Leben haben wir auch noch. Vorerst. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen was an Deckung. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dich haben wir erledigt. Ja, wie es aussieht, habt ihr hier mal aufgemacht. Okay. So, schnell die Waffe nochmal wegstecken. Und betteln. Das hilft ja immer. Ah, ja, können wir sogar reinschauen. Super, da haben wir das schon mal erledigt. I don't feel so good. Ja, ja. Hi there. Want to chip in to support this conveniently indeterminate cause? Wohl nicht. Ich habe doch gar keine Waffe bei mir. Ich ziehe mich aber doch nochmal lieber zurück. Ach, wir hatten ja hier noch Lebensenergie drin. Ich glaube, das hole ich dann auch mal, weil die würde ich dann mal mitnehmen. Und Entzug. Man, I gotta stop smoking this crap. Na, na, na? Hat aber auch den Vorteil, dass wir jetzt hier die Polizei mal loswerden. Denke ich. Dann müssen wir, ja, ich glaube, wir müssen echt rausgehen. Wird nämlich nicht weniger. I don't feel so good. Es wird einfach nicht weniger. Put your weapon down! Gibt doch gar keine Waffe. Don't bite my ass. That stuff's drop the weapon, or I will kill you! In the stuff. Ja, die ist ja echt irgendwie nicht wirklich hilfreich, die Glock. Muss ich zugeben. I definitely need more of that. So, besser.
Da mal die Waffe weg. Ja, dann müssen wir halt nochmal warten, bis hier ein wenig Ruhe eingekehrt ist. Aber gut, passt ja ganz gut. Die Folge ist auch vorbei. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.